Könntest du mir ein Autogramm? Ja, klar. Gerne. Schreib bitte für Lisa. Du spielst ganz toll, finde ich. Geht so. Hier ist deine Limo. Danke, aber ich wollte keinen. Den habe ich dir jetzt extra geholt. Jetzt komm schon. Thorsten, wir sind nicht mehr zusammen. Kapier das doch endlich. Ich glaube, wir müssten da mal. Ja, genau. Dankeschön. Vielleicht ist es besser, ich mache das Rückspiel ohne mich. Ja, besser ist es. Temba, hi. Oh, hi. Schade, dass ihr verloren habt. Aber was soll's, gewinnt ihr halt das Rückspiel. Ist doch noch nicht weg, der Pokal, oder? Hast du vielleicht Lust, ein Eis essen zu gehen? Jetzt? Warum denn nicht? Gute Idee. Ich bin hier sowieso nicht gern gesehen. Aber ich muss erst noch mein Rad nach Hause bringen. Oh, shit. Was soll's? Ich komm mit. Na, die geht ja ran. Oh ja. Ich habe auch für dich gestimmt. Und unter dem Namen meiner Freundin noch 10-mal. Du hast gemogelt? Findest du das schlimm? Naja, in diesem Fall. Ich finde dich eben toll. Und das mit dem Elfer? Ist mir egal. Ich interessiere mich sowieso nicht besonders für Fußball. Nur für Fußballer. Also, Temba, ich wollte mal fragen, ob du nicht vielleicht mal Lust hast, mit mir ein Eis essen zu gehen. Ach nee. Ich dachte, wir könnten mal zusammen ein Eis essen. Ist doch bescheuert. Das war total schön mit dir. Hat echt Spaß gemacht. Hallo Sophie, was machst du denn hier? Ich wollte Temba was wegen Mathe fragen. Ich hab was vergessen. Aha. Wir sehen uns. Oh. Alisa schmeißt sich ja ganz schön an Temba ran. Von mir aus. Das ist dir egal? Wieso nicht? Gar nicht eifersüchtig? Vergiss ihn, such dir einen anderen. Du hast recht. Küss mich. Was? Na, küssen. So. Wow. Komm. Okay, ich habe Temba nicht eingeladen. Was? Wieso das denn? Ich hatte keine Lust. Temba ist mir egal. Und die Pfefferkörner auch? Lukas kann doch für Temba bei uns mitmachen. Dein Knutschfreund? Niemals. Temba ist mein bester Freund. Wenn du ihn nicht einlädst, will ich auch nicht eingeladen sein. Lina? Das war echt doof. Du bist echt die blödeste Schwester der Welt. Ist egal, ob du mich einlädst. Aber wenn ein Typ auch nur einen Fuß in unser Hauptquartier setzt, gibt's Ärger. Für Alisa gilt dasselbe. Die eigentliche Frage ist doch, ob Temba Alisa überhaupt liebt. Wieso das denn? Die Frage ist, warum Sophie mit Lukas rummacht. Das ist ja wohl meine Sache! Sophie, brauchst du Hilfe? Lukas, was machst du denn hier? Nur einen Fuß. Oh, ich glaube, das ist deine Tussi. Hallo? Ich habe gerade keine Zeit. Ich kann jetzt später noch mal. Später, okay? Aber warte nicht auf mich. Ich rufe dich an. Okay. Du hast dein Bodyguard-Flötchen postiert? Du hast verraten, wo unser Hauptquartier ist? Hab ich nicht. Er muss mir nachgegangen sein. Ich stelle den Antrag, Sophie wegen Verrats an den Pfefferkörnern auszuschließen. Wer ist dafür? Sophie ist meine Schwester. Ihr habt sie doch nicht alle. Ich hab keinen Bock mehr auf euren Kindergarten. Ich bin raus. Lina. Wir haben einen Fall. Vergiss den Fall. Vergiss die Pfefferkörner!
fand mich so gut, sie haben mich gleich in ihre Modelagentur aufgenommen. Stell dir vor, als Jüngste überhaupt. Ist irgendwas? Was? Nö. Sonst macht Lina noch mit mir Schluss. Hä? Was haben denn bitte Sophie und ich mit dir und Lina zu tun? Na, weil sie Linas beste Freundin ist. Mädchen sind so. Nee, vergiss es. Ach, bitte. Nee, Sophie hat sich echt ein Ding zu viel geleistet. Toller Freund. Ich wollte mich bei dir entschuldigen. Ist längst vergessen. Ich habe auch gar nichts gegen deine Freunde. Wo ist eigentlich Lukas? Ach, der nervt. Da hat aber jemand ganze Arbeit geleistet. Ich glaube kaum, dass wir hier eine Spur finden. Vielleicht Fingerabdrücke? Sie sind auf den Stoffen kaum nachweisbar. Und auf den Stangen und Bügeln dürften sich wahrscheinlich 100 verschiedene finden. Hoffnungslos. Wer ist denn Sophies größte Konkurrentin? Na, wer wohl? Alisa. Du hast sie doch nicht mal alle. Moment mal. Nina wird das doch wohl wissen. Ja und? Dann sind sie eben Konkurrentin. Oder wolltest du damit was anderes sagen? Jeder weiß, wie schlecht Alisa verlieren kann. Und Fakt ist, sie war hier. Wie alle anderen auch. Ja, aber Alisa hat Sophie am meisten angeschwärzt. Ich denke, das war Eli. Nein, das war Alisa. Du kannst die Ermittlung ja selbst übernehmen. Schließlich sitzt du an der Quelle. Okay, aber weißt du was? Du machst genauso eine Hetze wie alle anderen auf. Mach ich nicht, weil ich meinen Verdacht nämlich nicht laut herumposaune wie deine Freundin. Ich weiß nicht, war das echt nötig? Ich red noch mal mit ihm. Ja, klar. Sophie, Sophie. Warum glaubst du, dass sie alles sabotiert hat? Weil sie Schiss bekommen hat, gegen mich zu verlieren. Komisch. Lina meint, dass du die Saboteurin bist, aus genau demselben Grund. Was soll das? Bist du jetzt plötzlich auf Sophies Seite oder was? Nein, ich will das nur verstehen. Hast du heute Morgen gesagt, dass es Sophie war? Emma, was machst du da? Mir ist ein Euro runtergefallen. Ich glaub's nicht, du schnüffelst mir nach. Hast du die Kleider zerschnippelt? Ich? Ich glaub's nicht. Ihr habt sie ja nicht mehr alle. Oh, du bist so ein Trampel. Warte! Emma! Zuerst streiten die Täter immer alles ab und am Ende sind sie doch schuldig. Jetzt reden wir mal. Lass mich los. Mit der E-Mail bist du wirklich zu weit gegangen. Verpiss dich! Alisa! Alisa! Du bist hier! Ich lass mich von der doch nicht fertig machen. Mann, ich hab dir keine E-Mail geschickt. Du willst doch nur von dir selbst ablenken, Mann. Meinst, Lukas macht Sophie fertig, aber schleimt sich gleichzeitig bei ihr ein? Das ist voll krank. Lukas, aber der ist gerade ins Kontor. Ich hab ihm selbst die Tür aufgehalten. Mann, worauf warten wir denn noch? Nein, lass mich nicht. Sophie, hey, Sophie! Ah, guter Schlag. So, klärt uns bitte mal jemand auf. Er wollte Sophie küssen. Lukas ist schuld, dass es Sophie so schlecht geht. Die Sabotage, das Mobbing in der Schule, alles nur initiiert, um sich bei Sophie einzuschleimen. Wo ist Temma heute eigentlich? Na, also der ist mit Alisa. Ist auch egal. Ha, ha, ha. Findest du das? Hübsch. Wäre das ein gutes Geschenk? Ja. Ich brauche nämlich noch was für Alisas Geburtstag. Doch nicht so gut? Doch, doch. Ich meine, es wird dir bestimmt gefallen. Also, wenn ich Alisa wäre, würde es mir gefallen. Ja, aber das bin ich ja nicht. Zieh dir ein Brett, Junge. Ich hau dir jetzt auf die Fresse. Also, beruhig dich doch mal jetzt. Komm her, ich hau dir jetzt auf die Fresse. Also, jetzt reicht's. Komm her. Wie gefällt dir das? Alter, lass sie los. Was ist los, Abend? Du machst mir sofort den Vollpfosten weg und ich verpasse ja dein Tussi ein Tattoo, das du nie wieder vergisst. Lass sie los! Alles okay? Ja, danke.
sorry, tut mir leid. Der Bus kam nicht. Vielleicht streiken die ja. Um eine Ausrede bist du ja nie verlegen. Schade, dass dir zu Mathematik so wenig einfällt. 5 minus. Zusammen mit deiner miserablen mündlichen Note stehst du auf einer glatten 5. Also wenn du versetzt werden möchtest, musst du dich ein bisschen ranhalten. So, Temba, da scheint ja jemand einen sehr guten Einfluss auf dich zu haben. Was, Alisa? 2. Ja, blöde Mathezicke. Sophie, für zu spät kommen und reinquatschen. Arbeitsbuch Seite 15, Aufgaben 12 bis 16 bis Freitag. Na dann. Ich muss was mit Temba besprechen. Wir sehen uns. Ich muss doch was mit Temba besprechen. Oh Mann, ey, wie kann der sich bloß in so eine Zicke verlieben? Alisa. Alisa, ich war wirklich in dich verknallt und du bist auch ein tolles Mädchen. Warst verknallt? Ja, war ich. Aber jetzt irgendwie nicht mehr. Ich finde nicht, dass wir so gut zusammenpassen. Du hast dich in Sophie verknallt, stimmt's? Nein. Gib's doch wenigstens zu, du warst doch schon immer in sie verknallt. Nein, wir sind wirklich nur gute Freunde. Erzähl doch keinen Stuss! Aber weißt du was? Ich bin froh, dass du Schluss gemacht hast. Ich hätte auch keine Lust mehr. Schon lange nicht mehr. Ehrlich, geh zu deiner Sophie. Mir bist du sowas von egal. Verpiss dich doch! Wir lassen sie jetzt nicht mehr aus den Augen. Morgen. Moin. Ja, wir haben uns getrennt. Wer übernimmt welche Zeiten? Wir wieder. Kein Wunder, dass das der Staatsanwaltschaft so aufwendig ist. So eine Observierung, was für eine Arbeit. Solange ich mit dir in einem Team bin. Ist das eigentlich okay für dich mit Alisa, dass ihr getrennt seid? Wieso habt ihr euch getrennt? Wieso hast du dich von Lukas getrennt? Er war nicht der Richtige. Alisa auch nicht. Sophie ist vielleicht nicht die Beste in Mathe, aber wir würden uns wünschen, dass sie weiterhin in unserer Klasse bleibt. Ah, ich verstehe. Naja, Sophie, wenn du so viel Engagement in Mathematik aufbringst wie im Lösen von Kriminalfällen, dann dürfte es ja kein Problem sein. Dann wird sie versetzt. Ich versuch's. Danke, Temba. Gerne. Du mochtest doch den von Lina neulich so gerne. Da habe ich dir auch einen gemacht. Cool, danke. Gefällt er dir? Super, echt schön. Okay, dann bis morgen. Lina ist wirklich die tollste Freundin, die man haben kann. Aber ich habe keinen Bock auf heiraten. Echt nicht. Mir würde es reichen, einfach nur so mit Sophie zusammen zu sein. Hier. Danke. Aber wie soll ich das anstellen? Ich meine, wir sind doch nur Freunde. Und da kann ich sie ja nicht einfach so küssen. Vielleicht will sie ja gar nicht. Das musst du halt mal riskieren. Was sagst du so? Wenn ich das bloß von Temba sagen könnte. Ich weiß überhaupt nicht, woran ich bei ihm bin. Manchmal denke ich, er liebt mich. Er will mich küssen. Und dann gibt er mir nur so einen ganz freundschaftlichen Kuss. Und das war's. Vielleicht solltest du ihn mal küssen. Ach nein, was, wenn er nicht will? Mann, bin ich froh, dass ich nur einen Hund habe. Ach, Emma! Gute Nacht. Lina! Hier seid ihr! Hier unten, hallo! Hier! Rasmus! Emma! Lina! Wie? Tut mir so leid. Wir müssen nicht heiraten. Ich liebe dich, seitdem ich dich das erste Mal gesehen habe. Ich möchte nicht zusammen sein, für immer. Ich liebe dich.